wollt ihr dabei sein? In Windem Haar und fest im Sattel, Wendy, glücklich und frei sein. Kommt galoppiert mit Wendy, Wendy. Gibt's einen 25 Kilometer langen Wanderrittwettbewerb. Gesponsert vom Pferdeglück-Magazin. 25 Kilometer? Klingt nach Stress. In der nächsten Ausgabe wird das Siegerteam vorgestellt und es kommt mit Foto auf die Titelseite. Ah! Der Sieger kommt auf die Titelseite? Ja, nimm es dir ruhig. Es ist doch klar, dass das der perfekte Wettbewerb für Tarek ist. Jeder weiß doch, dass Araber für lange Strecken prädestiniert sind. Und wer ist das heißeste Covermädchen der Welt? Ich natürlich. Natürlich. Jedenfalls besser als noch ein Gratissattel, oder? Noch einer? Wie viel hast du denn schon? Jerry, mach doch bei mir mit. Bayan ist doch fast ein echter Araber, oder? Ich habe noch nie so ein Wanderreiten mitgemacht. Klingt cool. Mit mir und dem Fast-Araber kannst du rechnen. Toll! Abgemacht! Lust auf freundschaftlichen Wettbewerb? Wanderreiten mit Dixie und Wettkampf? Sensationell! Ach was! Du denkst doch nicht etwa, du kannst mit Dixie gewinnen. Und ob, was denn sonst? Nein! Nie im Leben. Es geht nicht immer ums Gewinnen, Vanessa. Sagen das nicht immer die Verlierer? Ach ja? Zu deiner Information. Dixie und ich können dich und deinen Tarek mit verbundenen Augen, zusammengebundenen Beinen und rückwärtsreitend schlagen. Dann ist der Wettbewerb ja nur ein kleiner Ausritt für dich. Jedenfalls wird der Verlierer Reitstiefel putzen. Die vom Gewinner täglich, einen Monat lang. Okay? Okay. Das ist zwar kein tolles Reitturnier, aber... So ein super Artikel bringt meine Eltern vielleicht dazu, nicht dauernd mit mir zu meckern. Wenigstens für zwei Tage. Möge der Beste von uns gewinnen. Wanderreiten ist nicht mein Ding. Ach komm, was macht denn mehr Spaß, als mit seiner besten Freundin 2 Stunden durch die Gegend zu reiten? Genau darum geht es doch. Wendy, du bist meine Freundin, aber 2 Stunden lang im Sattel sitzen kann ich mir nicht vorstellen. Außerdem kann ich mir die Teilnahmegebühr nicht leisten. Ich spare für eine neue Kamera. Ich brauche das Geld. Und ich brauche am Samstag ein paar fleißige Hände im Laden. Da kannst du dir was dazu verdienen. Dazu verdienen? Das wäre toll. Ich liebe Antiquitäten. Mach ich gern. Schon bist du gebucht. Schau einer an. Das machst du. Während du arme, qualvolle Stunden im Sattel sitzt, verkaufe ich Antiquitäten. Für die von euch, die neu sind beim Wanderreiten, denkt dran, es kommt nicht darauf an, schnell zu sein. Ihr müsst in der vorgeschriebenen Zeit mit einem entspannten Pferd ankommen. Wir beurteilen die Vitalfunktion und den Gesamteindruck. Ihr dürft die vorgeschriebene Route nicht verlassen und jedes Pferd muss durch den Vitalcheck. Hallo, bin da. Ich musste noch ein Interview geben. Was verpasst? Ach, nichts Besonderes. Nur die Regeln. Ihr startet in Zweiergruppen, aber von jedem Reiter wird einzeln die Zeit genommen. Und passt auf, es hat nämlich ziemlich viel geregnet. Der Boden ist sehr matschig. Viel Spaß und vergesst nicht, zwischendurch das Coverlächeln zu üben. Ja, ja, machen wir. Ja. Das erste Paar? Das sind wir. Oh. Wow. Hast du das gesehen? Vanessa hat Jerry geradezu abgeschleppt. Und los! Was? Ach so, wir reiten ja zusammen, richtig. Aha. Jetzt ihr! Auf geht's! Ha! Zusammenreiten ist das nicht. Okay, Vanessa, jetzt komm ich! Ich werde die beste Verkäuferin sein, die Sie jemals hatten, Frau Thorsteg. Und mein Umgang mit Menschen ist ausgezeichnet. Ist dein Umgang mit dem Staubtuch auch ausgezeichnet? Staubtuch? Wie
Wie du siehst, hat sich in diesem Raum seit langer Zeit kein Staubtuch mehr blicken lassen. Das ist nicht zu übersehen. Na dann ran an die Arbeit. Das klingt gut. Die Regale würde ich gern mal wieder glänzen sehen. Also, ausräumen, putzen und wieder einräumen. Wird gemacht. Das Puppenhaus ist ja super. Ein seltenes Stück. Und es ist bereits verkauft. Der Kunde kommt nächste Woche und holt es ab. Ehrlich? Aber da fehlt ein Stück vom Zaun. Ich weiß. Ich habe alles auf den Kopf gestellt, aber ich kann es nicht finden. Ich bin mit dem Preis ein bisschen runtergegangen. Diese Puppenhäuser gibt es selten in so einem guten Zustand. Wow! Die muss auch sehr wertvoll sein. Ist die cool. Naja, sie ist schon etwas veraltet. Das ist meine. Ich benutze sie gar nicht mehr, seit Gunnar mir eine Digitalkamera gekauft hat. Dass sie noch hier rumliegt, wusste ich gar nicht. Wenn du noch Fragen hast, meldest du dich. Also dann ran an die Regale. Jetzt wird's ernst. Na, wie ist das Wetter da hinten? Viel weniger heiße Luft als bei euch. Reitet langsamer, dann hole ich euch ein. Du solltest dich beeilen. Das hier ist ein Wettbewerb. Ha, guter Tipp. Bin gleich da. Wie ich Wendy kenne, glaubt sie immer noch, dass sie gewinnen wird. Du kennst sie doch. Herausforderung genießt sie. Weiter, Sultan! Ho, ho! Ich sag, dass ihr auch noch kommt. Später. Lauf, Junge. Vielleicht sollten wir auch schneller reiten. Mach dir wegen ihm keine Sorgen. Ich habe mich übers Wanderreiten informiert. Du musst ein mäßiges Tempo halten, damit sich dein Pferd nicht erschöpft. Und wenn wir zu früh ankommen, gibt es noch Strafpunkte. Das will doch keiner. Vanessa, ich bin beeindruckt. Wie ich sehe, hast du dich entschlossen, beim Rennen mitzumachen. Leider wirst du nicht gewinnen. Komm, Tarik, los geht's. Was war das denn? Was war was? Na, dein Blick zu Vanessa. Ich hab nur... Das war nur wegen Tarik. Der ist unglaublich hübsch. Und Vanessa ist eine sehr gute Reiterin. Seit wann das denn? Los, Mädchen, weiter geht's. Na komm, und hopp. Wenn's geht, heute noch. Reit ruhig weiter, wenn du willst. Okay, komm, Bayan. Guter Junge. Na komm. Hey, wahnsinnig nett. Du hast doch gesagt, ich soll weiterreiten. Und außerdem ist das hier ein Wettbewerb, oder nicht? Schon gut. Ich komm nach. Wir sehen uns. Wow. Ganz ruhig, Dixie. Das ist nur Schlamm. Und Schlamm kennst du doch. So ist gut. Wir wollen unsere Kräfte doch einteilen, hm? Oh! Jerry und Vanessa sind da lang geritten. Und wann haben dich die beiden überholt? So vor 15 Minuten. Jerry ist hinter Vanessa hergetrottet wie ein kleines, blödes Hündchen. Eifersüchtig? Wir müssen uns beeilen. Du solltest dich beeilen, Wendy. Sultan und ich nehmen eine Abkürzung. Der vorgeschriebene Weg ist einzuhalten. Das sieht für mich wie der richtige Weg aus. Na, kommst du mit? Nein. Wie du meinst. Da vorne kommt gleich der Vitalcheck. Wir müssen eine kleine Pause machen, damit der Puls der Pferde runtergeht. Dass du gerade deiner Konkurrenz behilflich bist, ist dir klar, ja? Was soll ich sagen? Ich genieße Rivalität. Und die Zweisamkeit. Keinen Hunger? Doch, ich bin schon fast verhungert. Wow, du hast ja an alles gedacht. Hilfst du mir? Gern.
Ich habe keine Kunden. Ich gehe kurz was besorgen, okay? Nur 5 Minuten. Keine Sorge. Ich werde auf alles aufpassen. Danke dir, Bianca. Das ist ja so köstlich. Danke. Ich finde Männer mit gesundem Appetit äußerst attraktiv. Außer das Essen hängt am Zahn. Ah! Gift-Efeu! Tarek! Nein! Ruhig! Pferden macht das nichts. Ich hol ihn da weg. Jerry, dein Handy. Soll ich rangehen? Ja. Oh, hi, Wendy. Schade, aber Jerry kann nicht ans Telefon. Wir machen nämlich ein Picknick. Ein was? Wendy! Ich hab gedacht, das hier ist ein Wettbewerb. Ist es. Und wir haben... Wir genießen nur unsere Zweisamkeit. Möchtest du auch was? Nein, danke sehr. Denn ich hab etwas Wichtigeres vor. Ich besiege Vanessa... Und dich. Hä? Wendy! Darf ich mal? Hä? Wir müssen weiter. Die Nummer 462, gestoppte Zeit 12.06. Sehr gut. Du machst jetzt Pause und wenn Stefanie dir das okay gibt, reitest du weiter. Danke, Herr Peters. Wow, wie weit voraus ist denn Christian? Christian? Er war noch gar nicht hier. Sollte er denn? Ich bin mir sicher, er kommt jede Minute. Falls er nicht bald da ist, schicken wir einen Freiwilligen los, der ihn sucht. Aber Sie wissen nicht, wo. Vielleicht ist er einen anderen Weg geritten, aus Versehen. Und hat er absichtlich eine andere Route genommen, müssen wir ihn disqualifizieren. Aber ich bin sicher, das hat er nicht. Dixie macht das einwandfrei. Du kannst jetzt weiterreiten. Danke, Stefanie. Komm schon, Christian, geh jetzt ran. Was ist, wenn Christian und Sultan in Schwierigkeiten sind? Wenn wir zurückreiten, wird Vanessa gewinnen. Alles, ihn auch. Also, ich finde das toll. Was macht sie denn? Das ist die falsche Richtung. So viele Möbel hat doch keiner. Ins Esszimmer? Nein. Ins Schlafzimmer? Ja. Na, wie läuft das Putzen, Bianca? Au! Gut, ich mach grad eine kleine Pause. Als ich sagte, ich würde gern mal wieder die Regale glänzen sehen, hatte ich mir das etwas anders vorgestellt. Ich hab alles unter Kontrolle. Ehrlich. Und am Ende des Tages sieht alles perfekt aus. Gut, ich verlass mich drauf. Nur für alle Fälle. Gut gemacht, Jerry. Wenn das hier zu Ende ist, feiern wir mit ein paar leckeren Smoothies. Du hast noch nicht gewonnen, Vanessa. Wer gewinnt, spielt doch keine Rolle. Wirklich? Es geht nicht immer ums Gewinnen, Jerry. Das klingt sehr vernünftig. Man nennt mich auch Vanessa Vernunft. Und außerdem habe ich schon gewonnen. Wieso ist Wendy umgedreht? Sie sucht Christian, vermute ich. Christian? Sie ist besorgt, dass er sich verirrt hat. Ihr beide könnt jetzt weiterreiten. Viel Glück. Also Wendy würde immer die Chance ergreifen, dich zu besiegen. Es sei denn, sie glaubt, dass Christian in Gefahr ist.
Vielleicht sollten wir auch zurückreiten. Zurückreiten? Und auf die Chance verzichten, auf das Cover vom Pferdeglück-Magazin zu kommen? Spinnst du? Das sind unsere Freunde, Vanessa. Und hast du nicht eben gesagt, es geht nicht immer ums Gewinn? Also, du und dein blöder Fast-Araber hättet mich sowieso nicht geschlagen. Ruhig, Mädchen. Immer schön langsam. Christian! Wendy! Ich bin hier drüben. Sultan, braver Junge, ganz ruhig. Es sieht aus wie Schlamm, aber dann ist er plötzlich gestolpert. Darunter sind Steine. Es ist wackelig und rutschig. Er steht nicht auf. Ruhig, Junge. Ruhig. Hier ist kein Empfang. Ich muss dringend Hilfe holen. Nein, reite jetzt nicht weg. Bitte. Schön ruhig bleiben. So ist es gut. Er ist sehr schwer gestürzt, Wendy. Ich glaube, er hat sich nichts gebrochen, aber wer weiß. Wenn Sultan etwas passiert ist, werde ich mir das nie im Leben verzeihen können. Christian, hör auf. Wir kriegen Sultan hier wieder raus. Alle zusammen. Hä? Und wenn wir beide seinen Kopf stützen, findet er sicher seine Balance wieder. Ganz brav. Gut. Sultan, vorsichtig. Sehr gut. Sultan! Wendy? Christian? Hier drüben. Ist was gebrochen? Ich glaube nicht. Er hat nur Angst. Er ist mit dem Huf auf einem Stein ausgerutscht. Hier rutscht man wie auf Eis. Was meint ihr? Können wir nicht solche Äste benutzen? Wenn er darauf tritt, kann er nicht mehr ausrutschen. Die Nadeln geben ihm Halt. Versuchen wir es. Du bleibst bei Sultan. Ich helfe Jerry. Ruhig, mein Junge. Keine Angst. Du lässt deine neue Freundin sitzen, um uns hier zu helfen? Vanessa ist nicht meine neue Freundin. Ich bin nur etwas vom Weg abgekommen. Das ist alles. Wir sind wohl alle etwas vom Weg abgekommen. Ich schließe den Laden in 10 Minuten. Bin fast fertig. Wir können dich hier rausholen, Sultan. Du musst uns nur vertrauen. Dann wird's klappen. Okay, mein Junge. Jetzt versuchen wir es. Achte auf die Vorderhufe. Das hast du toll gemacht. Weiter so. Ihr müsst ihm helfen. Ein Schritt vorwärts. So ist es gut. Ruhig bleiben, ganz ruhig. Versuch's noch mal, Christian. Weiter geht's, Sultan. Komm schon. Na also, du tapferer Kerl. Geschafft! Genial. Wenn einer fragt, es gab keine schnulzige Umarmung. Klar. Nie im Leben. Los, Jungs, das Rennen ruft. Eine super Zeit, Vanessa. Gut gemacht. Und jetzt gibt's 30 Minuten Zeit zum Ausruhen. Danach geht's zum letzten Vitalcheck. Gut gemacht, Schöner. Den Sieg haben wir fast schon in der Tasche. Dann kommen wir zwei auf das Cover vom Pferdeglück-Magazin. Eins ist klar. Von uns wird jedenfalls im nächsten Monat keiner auf dem Cover zu sehen sein. Ich kenne davon eine kleine Abkürzung. Nein, davon wollen wir nichts hören. Ist das dein Ernst? War nur ein Witz.
immer noch nicht fertig? Nein. Ich hab's aus Versehen umgestoßen. Und plötzlich flogen überall diese winzig kleinen Puppenmöbel rum. Ich hab gesucht und gesucht den halben Tag. Warum hast du mich denn nicht gerufen? Ich wollte vor ihnen doch nicht wie ein Tollpatsch dastehen. Und trotzdem, jetzt tue ich's. Entschuldigung. Du hast den fehlenden Zaun gefunden. Ehrlich? Hab ich das? Bianca, das ist wundervoll. Ich danke dir. Wow, meine Güte. Aber die Arbeit, die ich machen sollte, habe ich leider nicht geschafft. Sie brauchen mich nicht zu bezahlen. Jetzt hör mal. Warum machen wir beide keinen Tausch? Deine harte Arbeit für die Kamera. Wow, das ist der Wahnsinn. Probier sie gleich aus. Wenn du Glück hast, knipst du deine Freunde, wenn sie ins Ziel kommen. Danke, Frau Thorstig. Bis jetzt gibt's nur einen, der noch die gleiche Punktzahl hat. Herr Peters sagt, es kommt jetzt nur noch auf den Vitalcheck an. Du hast immer die Zeiten eingehalten. Und Tareks Herzfrequenz ist die beste des heutigen Tages. Gift-Efeu. Ich weiß. Aber zum Glück ist es für Pferde ungefährlich. Also, habe ich gewonnen? Du weißt aber, dass Pausen ein Grund zur Disqualifikation sind. Oh, auch für einen kleinen Imbiss? Da ist noch etwas. Du hast recht. Gift-Efeu ist ungefährlich für Pferde. Denn sie schwitzen die Schadstoffe nach dem Verzehr wieder aus. Doch wir reagieren bei Berührung allergisch. Die Letzten kommen ins Ziel. Oh, endlich. Die gute Nachricht ist, ihr liegt alle in der Zeit fürs nächste Rennen. Und das ist in 2 Wochen. Oh, ich bin nicht dabei. Ehrlich. Ich hab gewonnen, gewonnen, gewonnen! Okay, das Rennen habe ich nicht gewonnen. Nur weil es nicht erlaubt ist, kleine Pausen zu machen. Hä? Doch dich habe ich geschlagen. Viel Spaß beim Putzen meiner Stiefel. Sehr witzig. Es ist nur Gift-Efeu und nicht die Pest. Vielleicht guckst du da mal rein. So schlimm ist es schon nicht. Oh. Hübsches Gesicht. Ich brauche ärztliche Hilfe. Sofort! Lieber Stiefel putzen, als aussehen wie eine gekochte Tomate. Es tut mir sehr leid, Wendy. Du hast meinetwegen verloren. Ist okay. Du kannst mir helfen, die Stiefel zu putzen. Hey, ich fühle mich schuldig. Aber nicht so schuldig. Ich helfe dir. Danke. Warte! Bekommst du etwa gerade einen Ausschlag? Was? Nein! Wo?